Willkommen zu einer neuen Episode Farngold. Diesmal wieder aus Berlin, beziehungsweise besser gesagt unter Berlin. Wir dürfen wieder bei einem Kunden zu Gast sein, der uns erlaubt hat, hier mal einen Blick in seine traumhafte, individuell ausgebaute Tiefgarage zu werfen. Dazu haben wir das Glück, dass hier ein Carpet schon installiert ist als Teil der gesamten Inszenierung der Fahrzeuge hier unter Tage. Und das wollen wir uns jetzt gerne mal im Detail angucken, beziehungsweise gab es etliche Fragen von Kunden und Interessenten zum Produkt Carpet, und das möchten wir jetzt gerne mal im Detail vorstellen, dass wir so eine Art FAQ machen. Erste Frage offensichtlich: Was ist das Carpet eigentlich? Was kann es? Warum bauen wir es jetzt? Das Carpet ist eine Präsentationsplattform für ein Fahrzeug mit umlaufender LED-Beleuchtung. Und der Name sagt es schon, oder die Beschreibung, hier geht es um die Inszenierung eines Fahrzeugs mit umlaufender Beleuchtung, um die Silhouette des Fahrzeugs zu highlighten und das Fahrzeug etwas aus der Umgebung herauszuheben. Durch die umlaufende Beleuchtung kann man das Fahrzeug schön einrahmen und kann die Akzente oder die Formgebung der Silhouette besser zeigen. Wie ist es aufgebaut? Das Carpet ist in Länge und Breite geteilt, das heißt, es wird in vier Plattformen geliefert, und dann haben wir eine externe Box, die entweder angeschlossen ist an das Carpet oder auch ein paar Meter entfernt angebracht werden kann und mit einem Kabel verbunden. In welchen Größen gibt es das Carpet? Wir haben eine Standardgröße, ungefähr Außenmaße 5,11 m x 2,36 m. Da passt jeder klassische Sportwagen drauf, jeder moderne Sportwagen, alles bis auf große moderne SUVs können darauf präsentiert werden. Höhe 4 cm, damit total entspannt mit jedem Fahrzeug, was eine Straßenzulassung hat, und selbst mit den meisten Rennfahrzeugen entspannt, ohne extra Rampe zu befahren. Man braucht keinen extra Schutz, um drauf zu fahren, oder keine Rampe, kann einfach hoch und runter fahren, kann nichts passieren, das Produkt hält es aus. Wie viel Kilo hält das Carpet aus? Das Carpet ist extrem solide entwickelt und gebaut und kann mit Fahrzeugen von bis zu 3,5 Tonnen befahren werden. Nächste Frage: Wie sind die Oberflächen behandelt? Welches Material sprechen wir hier? Welche Oberflächen? Die Strangpressprofile umlaufen sind hart aluxiert. Die Deckplatten sind mit einer besonderen Beschichtung versehen, kratzfest, ölresistent für andere Stoffe, die vielleicht aus dem klassischen Fahrzeug immer mal austreten. Resistent, kann einfach per Papier abgewischt werden, kann auch einfach komplett mit Wasser und einem normalen Reinigungsmittel gereinigt werden. Nächster Themenblock: Bestellung, Lieferung, Aufbau. Die erste Frage: Wo kann ich wie bestellen? Aktuell haben wir zwei verschiedene Varianten. Wir haben die First Edition, die man hier sieht. Das ist schwarzer Rahmen, hart eloxiert und eine graue, krassfeste Beschichtung. First Edition, 50 Stück, fast ausverkauft. Ein paar letzte gibt es noch, kann man über die Homepage bestellen. Einfach www.farngold.com und über den Online-Shop gehen und ordern. Nach der First Edition wird das Carpet in zwei verschiedenen Specs zu bestellen sein. Einmal in dem Spec, was wir jetzt schon kennen, schwarzer Rahmen und graue Beschichtung der Deckplatten, und dann noch ein weiteres Spec, einmal in schwarz-schwarz, das heißt schwarzer Rahmen, schwarze Deckplatten, ebenso mit kratzfester Beschichtung. Die beiden Modelle wird es zur Auswahl geben, jetzt auch auf der Homepage zum Online-Bestellen. Nächste Frage: Wie lange ist die Lieferzeit nach der Bestellung? Nach Bestellung haben wir regulär eine Lieferzeit zwischen 8 und 12 Wochen. Das hängt etwas ab von der Anzahl der bestellten Carpets und von dem Ort der Lieferung. Je nachdem, wo es hingeht, ob per LKW, per Seefracht, per Luftfracht, wir können es global verschicken, aber davon hängt logischerweise die Lieferzeit ab, wie gesagt, zwischen 8 und 12 Wochen. Ja, nach Bestellung kommt die Lieferung. Wie funktioniert die Lieferung? Die Lieferung funktioniert so: entweder durch uns, durchs Farngold Team, oder durch einen Partner vor Ort. Wir haben lokal Partner über Europa und die USA verteilt. Oder Lieferung auf Palette per LKW zum Kunden. Und dann haben wir ein Menü zum selber Assemblen. Aufbau dauert circa eine halbe Stunde mit zwei Leuten. Plug and Play geht relativ simpel, kann man also theoretisch auch selber machen. Frage, die auch immer wieder kommt: Wo kann ich das Carpet aufstellen? Was brauche ich für einen Untergrund? Wir brauchen einen harten und festen Untergrund. Ist eigentlich egal, ob das Stein, Fliesen, Teppich etc. ist. Hauptsache, es ist relativ eben. Leichte Unebenheiten können ausgeglichen werden. Weitere Frage, die öfters gekommen ist: Wie kann ich das Carpet befahren? Wie kriege ich das Fahrzeug auf das Carpet drauf? Hier ist es relativ klar. Aber das Carpet kann von jedem Winkel befahren werden. Das heißt, ich kann theoretisch einfach das Fahrzeug gerade drauf fahren. Wenn die Garagensituation bei mir anders ist, kann ich auch
in den Winkel drauf fahren. Wie gesagt, das Carpet kann von allen Seiten überfahren werden, ohne Probleme. Bis zu 3,5 Tonnen hält es entspannt aus. Noch eine Frage, die immer mal wieder gekommen ist, die Logos in den Ecken, sind die immer drauf? Auf den Carpets, die wir benutzen, sind die drauf? Wenn der Kunde sich ein Carpet kauft, sind die Logos nicht so präsent drauf, sondern da sind die Logos nur hier in unserem kleinen Markenzeichen. Genau, weitere Frage. Unsere externe Box mit der Elektrik zur Steuerung der LEDs. Oft gestellte Frage, die Box etwas höher, brauchen wir auch, da wir in der Bauhöhe von 4 cm keine Steckdose unterbringen, die man ja braucht für ein Fahrzeug, oft für die Batteriehaltung. Deswegen haben wir die Box hier raus verlegt. An der Box dran ist eine Steckdose, um die Batteriehaltung anzuschließen, damit man also auch keine Verkabelung durch den Raum liegen hat. Muss die Box hier immer direkt am Carpet, an der Plattform montiert sein? Nein. Case 1 ist, die Box ist direkt am Carpet fest montiert. Zweite Möglichkeit ist, man hat ein Kabel und hat die Box ein paar Meter entfernt, bis zu 4 Meter. Die Box hat auch eine Aufhängung für eine Wandmontage und kann dann auch zum Beispiel ordentlich an der Wand montiert werden. Falls jemand sagt, das Kabel zwischen dem Carpet und der Box gefällt mir nicht, auf dem Boden oder über dem Boden gelegt, haben wir auch entsprechend farblich angepasste Kabelkanäle, um das Kabel zu verstecken. Auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wie bediene ich die LEDs? Dafür haben wir unsere Fernbedienung. Die Fernbedienung funktioniert relativ simpel. Wir haben zwei Farbstreifen, zwei LED-Streifen, CCT, also warm und kaltweiß, und einmal RGB, also bunt. Dann kann ich also hier durch zweimal drücken die jeweilige Farbe auswählen und dann mit dem anderen Knopf die Helligkeit einstellen. Wenn ich dann wechseln will, drücke ich einfach nochmal, bin auch warm, kalt, weiß und kann auch die Farbe dimmen, um entsprechend die Stimmung für das Fahrzeug einzurichten, wie ich es gerne hätte. Bisschen heller, bisschen dunkler und so weiter. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.